Ich hatte meinen ersten Auftritt als Tänzerin in Jungburg. Das hier ist mein zweiter. Wir haben getanzt bei einer Tänzerin von Pina Bausch. Die hatte wahnsinnig lange Arme. Ich bin erst viel später drauf gekommen, dass ich aber auch recht früh schon ein einprägendes Tanzerlebnis gehabt habe. Meine Eltern haben sich einen neuen Farbfernseher, den ersten, gekauft, und den Schwarz-Weiß-Fernseher habe ich ins Zimmer bekommen. Und das war jetzt Luxus pur. Die Musik geht los und das reißt mich so mit, ich kann nicht im Bett bleiben, die Bettdecke weg, ich springe heraus, stelle mich vor den Fernseher, vor mir, knapp vor mir, hinter mir der Schreibtisch, ich habe gerade einen Quadratmeter Platz, die fangen zum Spielen an, die fangen zum Tanzen an. Als Fußballfan. Es wird später und später und die Musik wird langsamer und ich denke, jetzt wird er mich fragen und er tut's nicht. Und ich setze meinen allerschönsten Augenaufschlag ein und ich denke, jetzt ist noch eine Stunde Zeit, eine Stunde, dann muss ich heim, sonst darf ich nie wieder weg. Das muss klappen und er fragt mich nicht. Und dann bin ich heim um 11:30, ohne Kuss und ohne Tanz. Und ich habe daraus meine Schlüsse gezogen. Ich bin dann nur mehr zum Volkstanzen gegangen. Das dreht durch, ne? Das pumpt nicht ordentlich, das rattert durch, geht nur mehr rrrr, ihr reißt das Fenster auf, Luft schnappen und ich krieg die Luft nicht in den Körper. Und da habe ich mir das erste Mal gedacht, jetzt stirb ich. Mit 16 in der Tanzschule. Und keiner merkt's. Thank you.
Zeitlosigkeit. Das Lieblingsthema meiner Tanzlehrerin. Eine Performance in Innsbruck im Treibhaus. Das Thema Penelope. Das Warten der Penelope auf ihren Odysseus. Wir haben natürlich nicht die ganze Odyssee getanzt. Das wäre sich nicht ausgegangen. Ich hasse es. Kontaktimprovisation. Ständig irgendwo ein fremder Körperteil an meinem Körper. Schweißgeruch. Feuchtigkeit. Ich hasse es. Und da bin ich dann in den Jazz-Dance-Kurs gegangen. Das war damals modern, das war ungefähr so. Und da war dann er, mein Prinz. Groß, schlank, ein bisschen extravagant, schwarze Locken. Ganz mein Typ. Ich total motiviert bei Jazz Dance. Und Shaker hin, Shaker her. Der interessiert sich auch für mich. Wir haben ein Date und es läuft perfekt. Sein Humor, seine Interessen, alles bestens. Das bin ich. Schau her. Ich bin groß, ich bin toll. Das bin ich. Schau her. Ich bin groß, ich bin toll. Das bin ich. Schau her. Ich bin groß, ich bin toll. Das bin ich. Schau her. Ich bin groß, ich bin toll. Das bin ich. Schau her. Ich bin groß, ich bin toll. Da hat es zum Beispiel den Jäger gegeben, der mit Pfeil und Bogen ausgestattet ist, sich auf die Pirsch macht, manchmal auch reitet, in den Wald hinein und im Wald lebt das scheue Reh. Das scheue Reh wittert die Gefahr, zieht sich weiter zurück, sucht einen Unterschlupf, doch der Jäger unerbittlich kommt näher, näher, sieht etwas, spannt den Bogen, schießt, verfehlt das Reh, trifft einen Prinzen. Wir hatten täglich ein Warm-up. Und dieses Warm-up bestand darin, Plié und gehen. Täglich am Morgen eine halbe Stunde. Plié heißt Kontakt der Füße zum Boden, Schwerpunkt absenken, Oberkörper aufrecht, Becken ist gekippt, lange Lendenwirbelsäule. Okay. Sure.